Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt das Skript Kippverluste an, Version 1.0. Das Ganze befindet sich noch in einer Beta-Version und kommt vom Modder Sushi-Fresser. Und ja, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Gibt's natürlich, weil Skript nur für PC/Mac und ja, einmal aktivieren und ihr habt es dementsprechend drin. Nun, was macht das Skript, wie es der Name schon sagt? Es wird euch Verluste beim Transport hinzufügen, wenn ihr zu sehr kippt bzw. zu sehr neigen tut am Ende des Tages. Der ein oder andere von euch kennt ja sicherlich diesen Windy Loads Skript da, ne? Also verwehte Ernte im Endeffekt verwehte Ladungen. Das ist ja dafür da, wenn ihr normal jetzt transportiert und eure Plane nicht zu habt, dass ihr ab einer gewissen Geschwindigkeit oder ab einem gewissen Reaktionswinkel, nenne ich es mal so, halt dementsprechend Ladeverluste halt habt. Ne? Das Ganze ist jetzt ungefähr ähnliches Konzept, nur dass es da nicht nach Geschwindigkeit geht, sondern eher nach den Neigungswinkel. Dafür habe ich hier mal ein bisschen was hingezaubert, dass ihr das ungefähr seht. Ihr seht jetzt, wir haben 18.500 Liter Weizen drin und ich fahre jetzt einfach mal so Tony Hawk-Style mäßig hier dementsprechend so schräg dran und versuche das zu simulieren. Und ihr seht eventuell hier schon, ne, wir verlieren jetzt hier gar nicht mal so wenig daraus, ne? Wir haben jetzt schon 11% hier verloren, ne? Jetzt hier dementsprechend noch mehr und ihr seht, so weiter das ganze Teil geneigt ist, ne, umso mehr wird dann daraus verloren. Zugegebenermaßen nur bei Fahrt, ne? Also wenn wir jetzt so stehen, passiert da nichts, ne? Aber wenn wir halt dementsprechend hier so fahren und, ne, der Trailer hat eine gewisse Neigung in eine Richtung, dann werden wir hier Ladung verlieren. Leider landet das nicht auf dem Boden oder hat irgendwelche Partikelanimationen in den Falle. Ich glaube, das ist einfach nicht umsetzbar. Aber ihr seht an der Anzeige selber, dass das Ganze dementsprechend so funktioniert. Ne? Das aber halt größtenteils auch nur bei wirklich extrem Neigungen. Ihr könnt das Ganze etwas verringern, indem ihr die Plane zumacht. Dann habt ihr zwar immer noch Verluste, die Verluste sind aber etwas weniger, wenn das Ganze aber auch nur sehr, 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 sehr minimalistisch ist. Ne? Ihr seht, selbst wenn ich jetzt es hier mal komplett übertreibe, jetzt haben wir zum Beispiel nichts verloren, also das Skript reagiert schon nicht so proaktiv darauf, ne? Dafür ist es aber halt auch noch eine Beta. Also sprich, man muss das schon durchaus, ich nenne es mal, dazu zwingen, dass das so passiert, wie es passiert. Aber für alle die, die da Spaß dran haben, beziehungsweise die halt noch ein bisschen mehr Realismusgrad, obwohl sowas ja eigentlich weniger Realismus hier ist, aber ne, die halt ein bisschen mehr Realismus mit dabei haben wollen, die können das durchaus hiermit nutzen, ne, und können dann da dementsprechend noch Verluste mit hinnehmen, ne, sofern das halt gewünscht ist. Funktioniert wie gesagt soweit, wie gesagt, aber ihr seht es ja alleine hier schon, man muss es durchaus schon sehr, 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 sehr hart übertreiben. Ne? Gerade wenn immer weniger Ladung am Ende des Tages mit da ist, wird es dann auch weniger. Ne? Weil hier passiert jetzt hier zum Beispiel gar nichts mehr. Ne? Also da kann ich jetzt hier machen, was ich will. Haben halt unsere Verluste dementsprechend raus. Aber es gibt ja auch noch größere Trailer. Ne? Damit sind die Verluste dann dementsprechend auch, ja, ein Tick größer. Ne? Aber das nur generell mal hier so zur Veranschaulichung. Deswegen, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was. Ne? Wer drauf steht, der kann sich definitiv downloaden. Seht ihr, jetzt verlieren wir hier wieder was, ne? Weil halt zu steil und alles. Deswegen. Ja, ansonsten Lok ist sauber, trotz Beta-Version. Ne? Aber denkt halt dran, ist Beta, sprich, da kann sich noch einiges ändern, kann noch ein bisschen feinjustiert werden. Aber funktionieren tut es jetzt schon mal. Geht dementsprechend im Singleplayer, geht auch im Multiplayer, alles ohne Probleme. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.